Moin, moin, hallo Leute, ich grüße euch mal wieder hier aus dem schönen Schleswig-Holstein. Heute geht es weiter mit Teil 3 meines Arbeitsunfalls und meines Kreuzbandrisses. Erstmal muss ich mich bei euch entschuldigen hier, ja, denn ich hatte einen ganz schönen Schmatzfleck, einen ganz schönen Fettfleck auf der Linse, als ich die letzten Videos aufgenommen habe. Da dachte ich, das wäre hier auf dem Display gewesen. Ich hatte das gesehen bei der Aufnahme, aber ich dachte, das wäre auf dem Display von meinen fettigen Fingern irgendwie. Aber das war auf der Linse und von daher ist das auch auf den Videos. Aber ich habe das gesehen und habe es nicht so schlimm erachtet und ich hatte keine Lust, die 40 Minuten da wieder neu aufzunehmen. Da hatte ich keinen Bock drauf. Das war ja also, oder ist immer noch so eine spontane Sache. Wir haben nämlich immer noch den Sonntag. Wir sind in den Abendstunden angelangt. Und ich habe mich jetzt dazu entschlossen, nachdem ich die Videos bearbeitet hatte und hochgeladen habe, jetzt heute Abend, die, ich hoffe mal, ich kriege das in zwei Tapes durch, die letzten beiden Tapes zu machen. Ja, und dann muss ich mich noch dafür entschuldigen, dass die Speicherkarte voll war. Das war auch so ein bisschen dusselig von mir. Ich habe da einfach nicht nachgeguckt. Ich bin davon ausgegangen, das ist eine 16 GB Karte, die da drin ist in der Kamera und ich bin davon ausgegangen, dass da noch genug Platz ist, aber ich hatte ja erwähnt, ich hatte so ein paar Videos noch liegen, die ich aufgenommen habe. Steak-Test-Video habe ich gemacht, das einmal in der Pfanne gebraten und einmal auf dem Grill, genau dieselben, am selben Tag gekauft und einmal mittags und einmal abends gemacht, meine ich, oder an zwei verschiedenen Tagen, aber auf jeden Fall genau dieselben Steaks von einem demselben Stück Fleisch und wie sich das denn so verhält, dachte ich, ist vielleicht ganz mal so ganz interessant, aber ich glaube, ich mache das nochmal. Ne? Weil ich Steak halt gerne esse. Ja, gut, wo waren wir stehen geblieben? Ja, MRT-Termin. Ich hatte halt den MRT-Termin. Ich glaube, die Ärztin, die mich untersucht hat, direkt im Krankenhaus bei dem Unfall, die hat mir auch gleich Massagen, Lymphdrüsenmassagen und Krankengymnastik aufgeschrieben. Das habe ich auch wahrgenommen. Aber ich konnte da noch nicht hinfahren. Ich glaube, der Termin war dann auch so, ich glaube, einmal bin ich hingefahren worden, habe mir da Termine geben lassen. Ich konnte ja noch gar kein Auto fahren. Als Begehunfallter, wenn man einen Begehunfall hat, dann kriegt man ja auch vom Arzt einen Taxischein. Auf jeden Fall passte das so, dass ich nicht gleich nach dem Unfall dahin musste. Das ging halt einigermaßen. Da hatte ich erstmal ein bisschen Ruhe zu Hause. Auf jeden Fall hatten wir jetzt den MRT-Termin zwei Wochen nach dem Unfall und erstmal der erste Arzt konnte es nicht genau auslesen, das war halt so, das kann halt nicht jeder so lesen, wenn das nicht ganz so hundertprozentig ist und so ersichtlich ist, da ist dann jeder doch so ein bisschen der eigene Profi und die Diagnose stand noch aus und bevor die Diagnose dann auch hundertprozentig da war, musste ich kurz nach Lübeck, hier, wenn man hier einen Arbeitsunfall hat, einen BG-Unfall, dann muss man entweder nach Lübeck oder nach Hamburg, nach Boberg und da nochmal die Sachen durchkauen, wie man sich die weitere Zukunft vorstellt, will man weiter in dem Beruf tätig sein, ist das überhaupt möglich oder was da so ansteht und dann mussten die dann auch halt das Okay geben zu der OP, dass das dann auch mit sehr guten Erfolgsaussichten vonstatten gehen kann, weil man kann ja theoretisch auch ohne ein vorderes Kreuzband leben, dass wenn man ein ganz normaler Attentäter ist hier, also ein ganz normaler Bürotäter am Schreibtisch sitzt oder so und nicht irgendwelche speziellen Sportarten macht, dann kann man das wunderbar das Leben auch ohne Kreuzband bestreiten. Aber bei mir als Zimmermann ist das dann doch ein bisschen schwieriger, geht auch, aber das muss nicht sein. Von der Geschichte her haben wir uns dann dazu entschlossen und darüber geredet, dass ich halt die OP auch mache. Okay, da waren wir durch, ich war in Lübeck, das ging, war ein bisschen nervig, ein bisschen anstrengend, aber alles okay, Lübeck ist ja hier nicht ganz um die Ecke rum, zum Glück musste ich nicht nach Boberg. So, weiter geht's, MRT-Termin, die Diagnose haben sie dann rausgefunden, dass das halt das Kreuzband war, Seitenband angerissen, fast durch und ja, das ist nicht wie so ein Seil, das da lang geht, sondern das sind so breite Stränge, die dann im Gewebe so runtergehen, das Seitenband ist so ein bisschen breiter gefächert. Okay, vordere Kreuzband durch,
Sonst war alles ziemlich in Ordnung. Neumünster durfte auch die OP machen. Da hat die BG dann spezielle Richtlinien, was, wie, wo, wer machen darf. Aber Neumünster hat das alles erfüllt. Also habe ich mich entschlossen, das da zu machen. Und die Therapie, der Heilung nachher, das wollte ich auch alles dort unten im Keller machen. Die haben da ein wunderbares Therapiezentrum. Auch mit Bewegungsbad und Fitnesscenter und dergleichen. Also von daher bin ich da ganz optimistisch rangegangen und habe denen auch so ein bisschen Vertrauen entgegengebracht. Und ja, dann ging OP-Termin. Ich wollte das gerne so schnell wie möglich haben, aber da haben die Ärzte mir halt widersprochen. Nö, wir operieren eigentlich lieber ein verheiltes Knie, also ein relativ gesundes Knie, was nicht Matsch ist, weil dann sind die Erfolgsaussichten höher. Oh, gut, leuchtete mir dann auch ein und muss man ja auch Vertrauen den Ärzten entgegenbringen, wenn die das sagen. Dann wird das halt so sein. Okay, dann hatte ich halt vom Unfall bis zur OP, waren das denn fast 7 Wochen? Ja, nicht ganz. 6,5 Wochen. Wurde dann halt operiert am 30. Oktober. Meine Ex-Frau war hier kaum noch zu Hause, oder noch Frau, die war hier kaum noch zu Hause. Die hatte mich dann morgens nochmal hingefahren ins Krankenhaus. Das ging dann auch, zur Not hätte mich da ein Kollege hingefahren, das hatte ich schon abgeklärt, wenn das nicht gegangen wäre. Aber die hatte mich da rechtzeitig hingefahren. Man musste dann halt da 12, 18 Stunden vorher nichts essen, nichts trinken, nur klare Flüssigkeiten zu sich nehmen. So, und dann kam ich da halt morgens ins Krankenhaus an. Und war eigentlich ganz optimistisch. Ne? Hatte mich vorher noch mal gewogen. Ich war genau auf 107 Kilo rangereift. Das sollte man ja schon ganz genau wissen, da wegen der Narkose. Gut, das hatten wir gemacht. Zwischendurch war ich halt dann auch zweimal die Woche zur Massage und zur Bewegungstherapie, damit die Muskeln so ein bisschen im Schwung bleiben und die Schwellung so ein bisschen runtergeht. Lymphdrüsenmassage hatte ich, das hat da wunderbar geklappt, da war ich dann halt regelmäßig. Und jetzt ging es halt zur OP. Und nach der OP sollte das dann halt mit den Massagen und den ganzen Kram weitergehen und dann nachher Einstieg in die ERP. Da kommen wir aber später zu. So, halt ab ins Krankenhaus, so, und dann war nachts so viel los, dann hat sich das ein bisschen verschoben. Ich sollte eigentlich gleich morgens rankommen, morgens um 7, 8 sollte ich operiert werden. Aber das hat sich verschoben, da nachts da Unfälle reingekommen sind. Und dann hat sich das halt ein bisschen geschoben und dann um 1 bin ich dann halt in den OP. So, dann haben sie einen Block gesetzt. Das hatten sie bei meiner ersten Kreuzbandgeschichte auch gemacht, aber da hatten sie den Block gesetzt, nachdem ich in der Vollnarkose war. Block heißt, die betäuben das Körperteil vor Ort, also das Körperteil, was operiert wird, direkt vor Ort, richtig doll, und zwar den Nervenstrang, der dahin führt, das wird irgendwie direkt unterbrochen, direkt unter harte Narkose gelegt und betäubt. Wenn ich das jetzt so richtig wiedergebe, so hat man mir das erklärt, man hat ja vorher so ein Narkosegespräch und auf jeden Fall, das wurde jetzt gemacht, während ich noch voll da war. Das war nicht schön. Also das war ekelhaft. Da wurde halt in die Leiste reingestochen und dann wurde da halt das Bein richtig doll betäubt. Und das war, ich sag's jetzt mal, ungeil. Also das war nicht schön. Ich hörte sogar das Knacken mit der dicken Spritze durch die Haut durch und alles. Und das war nicht so schön. Also da wäre ich schon bei der anderen OP, sie hatten das auch gemacht, aber da war ich dann schon in der Narkose, in der Vollnarkose und habe davon nichts gemerkt. Auf jeden Fall ging das da dann so ein bisschen, anders ab als wie in der anderen Klinik, wo ich vorher war. Vorher war ich mal in der Ostseeklinik, in der Helios-Klinik, ich hoffe, ich bringe das jetzt nicht durcheinander. Die haben sich halt anders um einen gekümmert und da war das dann doch so ein bisschen, ging alles so ein bisschen flotter, die waren auch alle in Ordnung, alle nett und so, aber naja, das ging doch so ein bisschen anders ab. Okay, da auf dem Zimmer, die Schwestern und die Pfleger, die waren alle total freundlich und in Ordnung. Dann war ich da halt 4 Tage
auf ein Zimmer. 4 Tage sollte ich da bleiben. Und die OP ist gut verlaufen. Hatte mich darauf eingestellt, hatte alles mit, hatte schöne Bücher mit zum Lesen, hatte Gehörschutz mit Ohrenstöpsel. Ja, das kann ich nur jedem empfehlen, wenn ihr eingewiesen werdet ins Krankenhaus und ihr habt nicht von vornherein ein Einzelzimmer gebucht, nehmt euch Gehörschutz mit. Ne? Irgendwie so diese kleinen Dinger zum Reindrehen, schön ins Ohr so und dann, auch wenn du schnarchst, ne? Aber dann kannst du trotzdem gut schlafen, auch wenn alle anderen nicht schlafen können. Also das hatte ich mir schon auf jeden Fall mitgenommen, das kannte ich halt schon. Falls du da in so einem 4-Bettzimmer liegst, wo ich auch drinne war, dass du da dann vernünftig Haier machen kannst. Ne? Also ganz, ganz wichtig. Und ja, Frühstück und Mittagessen, also erstmal Frühstück und Abendbrot, das war super, das war richtig gut. Aber Mittagessen war eine Katastrophe. Leute, also wenn die da irgendwie am freien Markt bestehen müssen, die würden ja keine 2 Monate überstehen. Also das ist ja eine Katastrophe. Was die da an Essen rausliefern, das kannst du ja gar nicht essen. Also ich bin ja ein Kartoffelkind und ich esse auch gerne Ei und so, aber was die da rausliefern, da glaubst du ja gar nicht, dass man das so versauen kann, das Essen. Also das ist ja, also der Hunger treibt's rein, ne? So, und du hast ja sonst nichts zu tun und dann ist so ein Mittagessen, Frühstück, Abendbrot, das ist immer so das Highlight am Tag. Du hast ja sonst nichts zu tun, du hast ja noch ein bisschen Langeweile, freust dich eigentlich da drauf, aber Leute, das geht gar nicht. Na, auf jeden Fall, gut, ich wurde operiert, hat alles gut geklappt. Ich hatte vorher die OP-Berichte zusammengesucht, da ich ja vorher schon 2-mal am linken Bein operiert worden bin und da auch aus dem rechten Bein Sehnen entfernt worden sind, um das andere Kreuzband herzustellen, konnten die nicht überall schnibbeln. Deswegen musste ich vorher die alten OP-Berichte vorlegen, damit da auch nichts schief läuft und sie ja nicht irgendwo von der Sehne was abnehmen wollen. Und das klappt nicht. Ich habe da jetzt auch so einen Implantatspass bekommen von denen. Das ging alles recht gut. Ich war auch recht zufrieden. Wie gesagt, im Krankenhaus, das lief alles ganz gut ab. Die Schwestern und Ärzte, die sind alle total tolerant und lieb und gut. Das hat mir echt gut gefallen in dem Krankenhaus. Ja, und dann ging es weiter in die Therapie oder beziehungsweise erstmal Entlassung, dann wurde ich abgeholt von Kollegen, meine damalige Frau noch hier, die hat hier dann noch ein bisschen aufs Haus aufgepasst und auf die Kinder, die hat hier dann nochmal genächtigt und ich bin dann wiedergekommen, habe mich abholen lassen vom Freund dann war ich hier alleine mit den Kindern. So, und da, das stellt man sich schon, ne, das darf man sich nicht so einfach vorstellen, denn man hat ja den ganzen Haushalt zu machen und so, aber man kann ja nicht laufen. Und man läuft dann hier auf Krücken durch die Gegend und auch dann schon in der Küche stehen und essen machen, ist alles nicht so witzig. Ne? Und den Wäschekorb durch die Gegend schieben mit den Krücken. Ne? Also da stellen sich vielleicht alle Gesunden, die nie irgendwie was hatten, manchmal ein bisschen anders vor. Also das ist schon eine Sache, da ist man echt auf Hilfe angewiesen. Auch einkaufen geht ohne Freunde, ohne Hilfe gar nicht, denn Autofahren ist noch nicht, das funktioniert noch nicht. Wenn das linke Bein ist und man hat noch Automatik, dann geht das. Das hatte ich beim ersten Kreuzband, das ist dann okay. Aber diesmal war es das rechte Bein und damit gibt man Gas und bremst. Und das muss dann schon belastbar sein. Und da muss man auch die Schiene drum haben, aber frisch nach der OP, wenn das Bein noch wieder so dick angeschwollen ist, dann ist nichts mit Schiene. Das kannst du abfingern, das funktioniert gar nicht. Und da war ich dann ganz froh, dass ich hier die Freunde und Kameraden, Kollegen hatte, die mir hier beim Einkaufen geholfen haben und ich dann mit den Kollegen da einkaufen gegangen bin und musste nur auf die Ware zeigen, das hätte ich gern, weil du kannst ja noch nicht mal einen Einkaufswagen schieben. Na, du bist ja mit dir selber beschäftigt, dass du überhaupt da klarkommst. Okay, das hatten wir dann hingekriegt. Ja, die BG hatte mich da nicht drüber aufgeklärt, leider, weil dir steht dann ansonsten eine Haushaltshilfe zu. Die hätte mir wahrscheinlich nicht unbedingt zugestanden, weil ich ja hier die schon relativ großen selbstständigen Kinder habe. Aber zum Einkaufen fahren, eine Einkaufshilfe auf jeden Fall. Also das hätten die mir auch mal ruhig anbieten sollen. Ich bin da nicht drüber gefallen, dass mir das zusteht. Aber eine Haushaltshilfe zum Einkaufen, dass irgendwie 2-3 Mal die Woche, dass man da irgendwie ein bisschen was bekommt, das steht einem schon zu. Habe ich aber erst nachher erfahren, aber
ihr wisst es jetzt, ne? Wenn ihr jetzt irgendwie was habt, fragt nach bei der WG, das steht euch eigentlich zu, sollte jeder haben. Okay, danach ging das dann relativ weiter, schnell weiter, ich konnte wieder mich bewegen, war nachher auch wieder selbstständig nach, ich konnte das Bein dann erst nur mit 20 Kilo belasten oder 10 Kilo, 20 Kilo ganz leicht belasten, als wenn man so über so einen Keks so rüber geht und den Keks nicht zerbricht. Damit man das Gehen nicht verlernt, die Muskeln sich auch bewegen, die Muskeln bauen ja recht schnell wieder ab. Das geht fast 3 Tage lang rumliegen, nicht bewegen und dann bauen die Muskeln ab. Ne? Und ich sage euch, also wenn ihr bis dato kein Buch gelesen habt oder kein Filmfan seid oder so, also dann fangt ihr an. Ne? Also dann solltet ihr auf jeden Fall mal irgendwie ein paar Bücher besorgen oder ein paar Computerspiele. Computerspiele ist nicht so gut, weil man da wieder vorsitzt. Und so lange sitzen ist auch schlecht. Das kriegst du auch nicht hin. Dann schwillt das Bein auch wieder so an wie so ein Elefantenbein. Dann kannst du auch nicht so lange sitzen. Aber so schön auf der Couch und dann hier bisschen Playstation oder bisschen Xbox zocken, das geht natürlich schon. Das ist natürlich ganz gut. Ne? Da kann man sich das schön gemütlich machen und dann halt ein bisschen Fernsehen gucken da und ein bisschen lesen und dann geht das auch gut. Ne? Ich habe ein paar Bücher hab ich mir noch durchgesuchtet und gezockt habe ich natürlich auch. Ja, so, das war das. Therapie fing dann an. ERP, fünfmal die Woche. Relativ früh, da habe ich mich so durchgekämpft, nachdem ich das Bein wieder mit 50% belasten konnte, bin ich dann Auto gefahren. Das ging dann auch mit der Schiene, das hat relativ gut funktioniert. Ich weiß nicht, wie das ist, wenn da ein Autounfall passiert wäre, ob man dann nicht einen Teilschuld hätte reingewürgt bekommen. Keine Ahnung, hätte man denn vielleicht den Arzt interviewen müssen, aber bei der BG hatte ich das angegeben. Die haben dann auch gleich vermerkt, hier mobil, dank Schiene, dann haben die sich den Taxischein gespart. Ne? Da fanden die natürlich gut. Die anderen Kosten kriegst du ersetzt. Spritkosten, das läuft ganz gut bei denen. Das kriegst du halt ersetzt. Aber ansonsten musst du halt sehen, wie du klarkommst. So, einen Taxischein habe ich dann halt nicht genutzt. Ja, muss ja nicht unbedingt sein. Also es ging halt auch so. Gut. Ja, was hatten wir dann? Dann ging es in die ERP, schön mit Bewegungsbad. Das kannst du nicht überall machen. Der ERP muss auch anerkannt sein von der Ärztekammer, von der BG. Da kannst du nicht überall mit hin. Und dann bist du da im Fitnesscenter oder Fitnesscenter ist gut, so ein Therapieraum mit den ganzen Geräten, wo du dann die Muskelgruppen bewegen kannst. Also da war ich dann jeden Tag eine Stunde Gerätetraining, Bewegungsbad, Massage und Physiotherapie. Das hat mir ganz gut getan. Ratzfatz bist du wieder fit. Ne? Das ist eine ganz gute Geschichte. Damit fing ich ungefähr 4 Wochen nach der OP an. Ja? Ungefähr 4 Wochen nach der OP bin ich mit der ERP, nennt sich das, bin ich wieder angefangen. Und ja, dann bin ich auch da nach Weihnachten zu Hause wieder angefangen mit Hanteltraining und Sit-Ups und Liegestützen und dergleichen, damit du wieder fit wirst auf dem Bau. Sonst fällt dir das dann her wohl ein bisschen sehr schwer, denn da wieder reinzukommen. Also da ist die BG ganz gut, das ist ein bisschen besser, als wenn du da normaler Privat- oder normaler Patient bist, von der AOK oder Techniker oder weiß der Geier was, normale Autonormalverbraucherversicherung da hast. Das ist mit der BG schon besser, da bist du echt gut aufgehoben, die kümmern sich um dich und das läuft richtig, richtig gut. Und da fühle ich mich jetzt auch wieder richtig fit. Ne? Und eine kleine Zusatzversicherung, wenn ihr da eine habt, irgendwie eine Tagesgeldversicherung oder so, ist da auch nicht zum Nachteil. Kann ich euch auch nur empfehlen, gerade wenn ihr irgendwie Hausbesetzer seid oder so oder irgendwie was zu versorgen habt, eine fünfköpfige Familie oder so, damit ihr da nicht in Schwulitäten kommt, kann ich euch das auch nur empfehlen. Müsst ihr natürlich, die Versicherung müsst ihr abschließen, wenn ihr noch gesund seid, ne? Ist ganz klar, ne? Okay, ja, so viel Interessantes gibt es da gar nicht mehr jetzt zu erzählen. Ja, Training zu Hause, ein bisschen Liegestützen machen.
und dann los. Ich füge da nochmal jetzt ein paar Bilder ein von den Narben. Die hänge ich da nochmal ran ans Video. Ja, ist eigentlich relativ unspektakulär jetzt gewesen, ne? Also, ja, haben wir was vergessen, was Wichtiges? Nö. Ne, also unterschätzt das nicht, ohne Hilfe kommt ihr da nicht klar. Ich war auch froh über jeden Besuch, den ich hatte im Krankenhaus. Da kam auch ein unerwarteter Kollege vorbei, hat mich sehr gefreut, den ich sonst nicht so häufig sehe. Hat mich sehr gefreut, dass der vorbeigeschaut hat. Das freut einen doch. Und ein paar nette WhatsApps und ein paar Videos und so, die heitern einen dann doch auf. Kann ich euch nur empfehlen. Wenn da von euch ein Bekannter ist, dann schickt dem auch was und schickt dem ein paar nette Grüße und ruft an und fahrt hin. Ne? Macht das, die freuen sich und vielleicht ist das bei euch halt auch irgendwann mal so. Ja, ansonsten ist da nichts weiter zu erzählen. Ich habe das gut überstanden. Ein paar seltsame Narben hatte ich, weil mein Ersatzteillager von Sehnen ja schon in den Beinen so ein bisschen abgekrabbelt war. Da habe ich ein paar ungewöhnliche Narben, da haben sie sich auch immer drüber gewundert. Die Therapeuten waren da alle wunderbar und nett und höflich und zuvorkommend. Das war schon richtig nett und gut. Und kann ich euch nur empfehlen, dass ihr euch da was Vernünftiges sucht, wenn ihr da mal irgend so eine Scheiße habt, so einen Arbeitsunfall. Ne? Kommt gut durch. Ja, das war's. Mehr gibt's nicht zu erzählen, denke ich mal. Ich kann euch vielleicht nochmal zeigen, was ich da gelesen habe. In der Zeit, das ist vielleicht nochmal ganz interessant, als kleiner Buchtipp im Krankenhaus und zu Hause und im Warteraum, ne? Wenn man da wartet auf eine ERP oder so oder beim Arzt warten und so, da habe ich natürlich viel Zeit verbraucht auf dem Stuhl und gewartet, da habe ich dann immer ein Buch mitgeschleppt, ne? Also da, ich konnte diese ganzen Zeitungen und so, da kann ich nicht mehr sehen, ne? Irgendwann die 150. Autobild, das geht gar nicht mehr, also da... Wenn ihr bis dato nicht gelesen habt, ne, dann solltet ihr damit anfangen. Also das ist die beste Gelegenheit, beste Grund überhaupt. Sonst fällt euch ja von Langeweile die Decke auf den Kopf. Ne? Und ich bin auch froh, dass es wieder losgeht. Ne? Leute, in diesem Sinne, bleibt oben auf dem Dach. Ne? Alles Gute und ne, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja Leute, ich bin am Video bearbeiten, habe doch festgestellt, dass ich ein bisschen was vergessen habe und ein kleines PS muss jetzt noch hinten ran, muss ich euch erzählen, auf jeden Fall, denkt dran, wenn ihr eine OP habt, egal was für eine, und ihr habt da irgendwie 12, 18, 24 Stunden vorher nicht gegessen, so wie es bei mir auch war, dann habt ihr richtig, richtig Hunger und richtig Bock drauf, was zu essen, ja? Denkt dran, das muss auch irgendwann wieder raus. Ne? Und wenn ihr dann noch nicht fit seid und nicht laufen könnt, dann geht's auf die Bettpfanne. Ne? Leute, also darauf habe ich geachtet. Schon beim Essen. Scheiße, das muss auch irgendwann wieder raus. Dann habt ihr auf einmal gar nicht mehr so einen großen Hunger. Ne? Also, und wenn dann die Therapeuten kommen und euch zeigen, wie das mit den Krücken funktioniert, dann sagt ihr, ja, brav, ja, mach ich mit, ich mache alles, was du sagst und gib mir auch richtig Mühe. Ne? In diesem Sinne, gute Besserung. Ciao.